So, und wir machen weiter bei Risen 2. Hallo und herzlich willkommen zurück hier wieder. Ja. Und die Frage ist nun, wie werden wir weitermachen? Eine gefährliche Bestie, Ranapiri, bla bla bla. Frachtkisten von Miguel, das Frachtgut könnten wir jetzt einsammeln. Der Schatz von Jim, da hab ich auf der Karte, wenn ich auf die Quest klicken würde, hier ja jetzt auch eine Markierung, wo der ist, da oben. Ich würde sagen, das erste, was ich mal mache, ist, wir sind ja jetzt bei der Inquisition und das interessiert mich wirklich sehr. Wir gehen, oder ja, wir reisen zum Dorf der Shaganumi. So, was passiert jetzt? Hassen die mich? Oh, oh. Das hört sich schon mal nicht gut an. Seid ihr mir jetzt feindlich gesinnt? Hallo? Slick. Wo finde ich die Sammlerinnen? Geh zu Natsumi, Yuzuki und Lin unten am Fluss. Du gehst hinaus aus dem Dorf, vorbei an der Wache Masaru und dann gleich nach Norden. Folge dem Fluss aufwärts. Sie sammeln ihren Kram in der Nähe des Ufers. Okay. Gut, den Auftrag wollte ich nämlich noch für ihn hier machen. Und sonst, wie geht's euch anderen? Nakuto, hier, ey. Zeig mir ein paar Tricks. Was willst du? Also, 500 Gold für Tretenhärte 1. Nein, ich habe kein Gold. Was ist denn jetzt mit Chani? Warte mal, können wir einfach zu ihr sagen, dass wir... Moment mal. Wir reden später weiter. Oh, schade. Ja, wir haben uns definitiv für die Inquisition entschlossen. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Die Flasche der Gedanken beim Shaganumbi-Stamm suchen. Hä? Der linke Stiefel? Die Kanonenkugel? Der Handspiegel? Also die Flasche... Hier soll irgendwo eine Flasche sein. Uno momento. Ich schaue mich hier mal so ein bisschen um. Und dann gehen wir... Ups, ich bin falsch gelaufen. Dann gehen wir jetzt hier gleich mal ein bisschen runter. So, hops. Moment. So, dupdidu. Ich will nämlich... Oh, oh. Autsch. Ein bisschen Fallschaden, aber egal. Wir beeilen uns mal. So, die Truhe haben wir geöffnet. Was haben wir hier sonst noch so? Ich sprinte mal hier lang. Sonst habe ich nichts, oder? Also nichts übersehen, meine ich. Aha. Schädelblüte. Hier hinten war ich noch gar... Oh, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Die kriegen wir sogar auf. Gerade mal so. 25 von 25. Das ist echt perfekt. Für mich, so. Und Proviant und Goldbrocken sind dort leider nur enthalten. Schade, da muss doch mal irgendwie was Wertvolles drin sein. Ich meine, hallo, wozu öffnen wir die eigentlich? Also, so viel ist das nicht. So, Moment. Nein, ich hier renne doch nicht mit gezückten Waffen ins Dorf der Shaganumbi, das wäre ja mein Untergang. Ich will ein bisschen hier planschen. Nee, ein bisschen am Wasser hier mal, will ich mich mal umgucken, was hier so alles ist. Erstmal ein Pilz. Und, Moment, ich speichere mal. Darf ich hier weiter rein? Nee, oder? Kann ich hier weiter rein? Doch. Geht das? Das ist ja cool. Echt? Oh mein Gott, ich freue mich gerade. Ist der begehbar? Kann ich hier ganz normal... Ah, das ist ja cool. Boku-Pilz. So, und jetzt einmal hier beeilen. So... Dupdidu. Das hier ist doch Flussgebiet und so, oder? Hallo? Gaganus. Oh, eine Truhe. Ich hoffe, dass wir die öffnen können. Was? Kompliziertes Schloss. Zum Geier. 85er. Also ich glaube, das kann ich nicht mal am Ende des Spiels öffnen, diese Truhe. Aber ich werde mir die Stelle mal merken. Wo ist das denn ungefähr hier? Da ist ein Schatz. Und ich bin jetzt hier oben. Das ist ja schon ein komisches Gebiet, sag ich mal. Oh oh, oh oh. Oh oh. Kann der Alligator mich bitte in Ruhe lassen? Ich lauf weg, hallo? Und? So, boah, ich treffe mit diesen schweren Angriffen nicht. So, jetzt. Puh. Ganz ehrlich, da kämpfe ich lieber gegen so einen Krallenaffen. Aber, der Alligator bleibt mir erspart, okay? Ich speichere hier hinten mal. Oh, Gott sei Dank.
Ich will nicht nochmal gegen so ein Teil kämpfen, besonders nicht ohne Kleidung. Hier, bam, Gaganus. Oh oh, habe ich getroffen? Ich weiß gerade gar nicht. Und komm. Ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen mit dem Degen lernen, umzugehen. Also, das ist jetzt noch nicht so ganz mein Fall. Ey, bleib stehen. So, und du auch. Bam. So, da haben wir beide. Und wie viel Ruhm habe ich jetzt eigentlich? 440. Ah, verdammt. Stimmt, ich hatte ja letztens erst geskillt. Das heißt, wir haben jetzt relativ wenig Ruhm. Und wir müssen uns wieder ein bisschen was erarbeiten. Da vorne sind Feuervögel. Die kill ich doch mal. Kommt her. Na los. Und... Bam. Was könnt ihr schon hier? Ihr seid einfach nur verdammt schwache Vögel. Ah. Oh oh. Nicht, dass die mich hier gleich in Brand setzen oder so. Und komm her. Einen schweren Angriff will ich mal machen. Komm, komm. Ey, verdammter Feuervogel. So, jetzt. Das war kein... Ey. Hallo? Wie sie immer ausweichen, ne? So, das war aber ein schwerer, oder? Aber ich denke mal, wir ziehen ganz guten Schaden. Also, auch wenn das jetzt kein schwerer Angriff war, hier mit dem Degen. Macht schon Spaß. Also kann man mit leben, sag ich mal. Ey, du Feuervogel, jetzt... Stirb an der Gaganus. Heilige. Gib mir mal das Geflügel und hier die Schädelblüte. Da vorne sind nämlich schon wieder Affen. Und wir sind ein bisschen zu schnell vorangegangen. Moment. Hier ist Geflügel. Was ist da oben? Da ist noch ein Feuervogel. Und hier unten sind noch Affen. Die wollen wir doch nicht vernachlässigen. Nicht, dass die sich jetzt irgendwie entehrt fühlen. Hä, hier war doch noch einer da. Komm her. So, kleiner Mann. Ich hoffe, dass wir bei diesen ganzen Erkundungen hier jetzt auch noch, Gold finden. Also irgendwie Gegenstände oder, ja, Truhen, wo Gold drin ist. Wenn es geht, auch ein bisschen mehr. So. Hier sind erstmal richtig viele Krallenaffen. Was ist denn hier los? Hallo? So. Boom, plus 50. Das, komm, Gaganus. Bam. Hört auf, mir auszuweichen. Ja, okay, ihr war jetzt das... Also, das war gerade das falsche Wort. Das sind ja mehrere. Das war ja nur noch einer und nicht mehrere. So, hier sind die Sammler, ne? Yuzuki? Hey, du. Oh, Pirat. Hallo. Ich hol die Sachen für Slick. Slick? Mazumi Muleki, Hoku Muleki Maki, Muleki Ono Pasavi, Slick. Wie bitte? Sisu Kraugayo Tiva, Cheku Sisu, Zorn der Götter? Du sagst es, der Zorn der Götter. Also gib mir lieber das Zeug. Chi. Danke. Oh, Taschendiebstahl. Mehr ist nicht zu holen. Schade, nur eine Würgelranke. Aber egal. So, was haben wir hier? Eine Truhe? Die öffnen wir mal. Vielleicht finden wir ja da das Gold, das ich brauche. Naja, nicht wirklich. Egal. So, hier ist wohl noch eine Sammlerin. Hallo. Was, Natsumi? Wieso stehst du hier so? Hi, ich... Amila, Pirat. Amila, Muleki Magi. Muleki. Hey. Wenn ich dir helfen soll, rede so, dass ich es verstehe. Ich habe die Pflanzen gesammelt, aber dann kam das große Maul aus dem Wasser. Ein Alligator. Chi, chi, Alligator, der böse Geist des Flusses. Er schläft sonst, jetzt ist er erwacht. Oh, und jetzt? Was ist mit deinen Pflanzen? Ich verlor sie am Fluss, sie liegen noch dort. Ja, hier, ne? Gehe ich deine Pflanzen mal suchen? Ach, ich? Na, chi, oh. Suchen. Ich wollte, ja, so, ja, jetzt ist zu spät. Slick schickt mich. Ich soll Pflanzen für den Tempel der Erde abholen. Chi, ich habe die Pflanzen gesammelt, aber ich habe sie nicht mehr. Toll. Das hat sich gelohnt. Schwarzer Oleander, ich kümmere mich um deinen Alligator. Chi, böses Maul aus dem Wasser. Super. Der böse Geist des Flusses. Leute, soll ich mal ohne Rüstung versuchen, den jetzt anzu... Ich mach das mal. Ich weiß, ich bin bekloppt, aber egal. Komm her. Komm her. Aber er wird uns zerreißen. Ja. Du verdammter Scheiß. Alligator. Lass mich doch mal raus hier. Wow, danke. Und?
Oh, oh. Shit, 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 shit. Warte, pass mal auf. Wow, lass mich durch. Oh, der Alligator ist gar nicht mal so dumm, wie er aussieht. Und wir sind tot. Ja, ich würde mal sagen, böse Geist aus Fluss hat mich getötet. Ende. Puh, das war, Moment, also Spielstand laden, das war eine mögliche Sache. Also so unglaublich ist das gar nicht. Wir müssen nur, also die schweren Attacken, da muss ich ja die Maustaste gedrückt für halten, die ziehen gut. Also damit kann man den schon fertig machen. Das Problem ist, dass wir halt so gut wie gar keine Verteidigung haben. Und ich jetzt keinen Bock habe hier, also ich schaff den sonst alleine gar nicht. Moment, was passiert, wenn ich speichere und... Onoraka. Was passiert, wenn ich die jetzt angreife? Nee, dann töten mich dann noch die komischen. Aloha, Pirat. Aloha. Dann töten mich die Tonka, oder wie die heißen, aus dem Dorf der Shaganumbi. So, du komischer Alligator, komm mal her, warte mal. Oh, 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 oh. Oh, oh. Shit. Warte mal. So. Der Alligator bewegt sich nicht. Wie? Helft ihr mir, oder? Mach schon. Ach, wenn sie mir helfen, dann kommt. Ja, hier. Der Alligator greift dich an, nicht mich. Ja gut, jetzt greift er mich an. Oh, 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 oh. Scheiße, 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 komm. Wir packen den. Diesmal packen wir ihn. Ich merk's doch. Okay, vielleicht merke ich es daran, dass ich fast tot bin. Moment, wir rennen mal ein bisschen. Das verwirrt ihn hoffentlich. So, immer um ihn rum. Und... Komm, du kleiner Scheißracker. Oh, shit, shit, shit. Wir müssen den doch jetzt irgendwie mal knacken. Und ich habe nur noch 17 Proviant. Kann der scheiß Proviant nicht... Warte mal, Moment. Ich habe eine Idee. Wir haben doch diesen ganzen... Hier, warte mal. Blutregeneration. Haben wir da nicht mal was Gutes am Start? Das hier? Ich habe mal ein paar Geisterlilien gegessen. Hallo? Regenerieren wir jetzt nicht schneller? Oh, scheiße. Oh, oh. Wenn das jetzt umsonst war, ne? Was? Wieso habe ich ihn nicht getroffen? Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Nein, Leute. Nein, 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 nein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Okay. Leute, es ist, wie gesagt, nicht unmöglich. Aber es ist verdammt schwer. Besonders, weil die Musik erstens so laut ist. So, und zweitens, weil mir diese dreckigen Buschkinder hier nicht helfen. Oh Gott, ich könnte echt so ausrasten gerade. Sand. Blendet den Gegner Chance auf K.O. Gaganus. Viel härter als Stein. Toll. Super, diese Gaganus bringt mir aber herzlich wenig. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Passt mal auf. Hier vorne war irgend so... Ey, du Sch... Basti, lass mich in Ruhe. So, Moment. Pflanzenbündel. Das da. Ey, kannst du mich jetzt mal in Ruhe lassen vielleicht? Gott, verdammt nochmal. Oh, der hat doch wirklich, weiß ich nicht, Probleme. Was? Wow, wow, hast du mich gerade erschrocken? Von wo? Der krabbelt. Willst du mich verarschen? So weit kann kein Alligator der Welt springen. Und so schnell. Ja, ist... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Okay. Sterben. Weil ich nicht mal verreisen kann. Was soll das denn? Das ist unglaublich. Das Kampfsystem ist so unglaublich in Risen 2. Das gibt's gar nicht. Das gibt es gar nicht. Hallo! Kann der Alligator jetzt mal auf... Der rennt uns immer noch hinterher, oder? Er rennt uns immer noch... Wir sind erlöst. Endlich. Ist dieses Scheißviech weg? Ich glaub es nicht, verdammt. Ich räucher die Shaganumbi aus, ey. Dass ich hier so einen Auftrag machen muss, die mir nicht helfen.
Und boah, Leute, wenn ich stark genug bin, ne? Dann, wenn ich stark genug bin, dann farme ich Alligatoren. Einen nach dem anderen, ganz ehrlich, denn mache ich die platt wie sonst was. Und ich dachte, Feuervögel sind schlimm, aber das... Hier war übrigens noch irgend so einer, hier. Hey. Oh, Aguzzo. Und? Hast du schon was gefunden? Chi, der Fluss schenkt uns Gold. Na, dann zeig mal, wie viel. Ich soll das Zeug für Slick einsammeln. Chi, Ono Passavi. 7 goldene Steine kann ich dir geben. Ja, okay. Und Diebeskunst? Nette Ausbeute. Okay, 8 Goldbrocken haben wir insgesamt von ihr bekommen. Komm her, Krallenaffe. Das geht ja noch, sag ich mal. Also die Goldbrocken, das ist immerhin etwas. Und ich hoffe, dass Slick der Spasti uns belohnen wird. Und ja, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie hier sehr aggressiv und beleidigend werde, bla. Aber dieses Spiel... Boah, es ist echt... Wow. Es fordert schon einiges ab, sag ich mal. Hier. Ich habe deine Pflanzen gefunden. Tawonga, Pirat. Chi. Gute Gabe für die Tonka im Tempel. Und jetzt? Was sag ich jetzt, Slick? Sag ihm, dass bei mir alles in Ordnung ist. Gib ihm die Pflanzen. Sie sind für den Tempel der Erde bestimmt. Na dann, vielen Dank. Ich danke dir, großer Tonka. Kein Problem. So, Dorf der Shaganumbi, reisen wir mal kurz wieder hin. Ich weiß, da beim Wasserfall beim Fluss war noch sehr viel zu holen, aber das machen wir später. Slick, ich hab deine Sachen hier. Moment, da. Ich hab die Pflanzen für die Lieferung. Sehr gut. Dann geh nun zu Kapua. Das Idol, du weißt schon. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. So. Ja, nix so. Sag mir, wie ich zu Captain Crow komme. Du? Gar nicht. Er hat den Befehl gegeben, dass jeder umgebracht wird, der sich dem Tempel nähert. Wirklich jeder? Bis auf Jim und mich natürlich. Bis auf Jim und dich. Okay, das werden wir uns im Hinterkopf behalten. Vielleicht wird das ja irgendwann nochmal wichtig sein. Tahana, ey, du bist frei. Ich hab dich befreit. Ey, Tahana. Hoshi, Tawonga. Ja, wie Hoshi, sei mal dankbar. So, wo kann ich jetzt das Idol machen lassen? Bei Kapua, ne?